Wie als Fuß muss man es mittlerweile damit abgefunden haben? Oh nein. Nein, ich finde mich damit nie ab. Ich finde es auch lustig, wenn Leute Witze über Polen machen, wenn die Witze gut sind. Ich finde es generell alles lustig. Ich fühle mich jetzt nicht irgendwie verpflichtet, irgendeinem Land oder so Treue und Stolz zu verschwören oder so. Nein, das habe ich auch nicht gefragt. Warum ich liebe es, wie wir immer wieder in unseren Let's Plays immer so über so eine ethnischen Sachen sprechen. Ah ja, warum nicht? Man muss ja nicht die ganze Zeit nur Scheiße labern. Ja, das ist so lustig. Schon das fünfte Mal. Nein, wir sind keine Rassisten. Wirklich nicht. Nein. Scheiß drauf, ey. Ja, gell, wenn du nichts gegen sowas hast. Deswegen, ich bin da ganz gleichgültig. Ich kann über alle Rassen und Länder und was weiß ich. Witze machen. Wir sind schon im Arias-Gipfel. Ja, seid wieder mir zu schnell. Was machst du denn, Mensch? Erstmal hier. Na, auf die habe ich keinen Bock. Oh, die machen Schaden. Boah, die machen ja Schaden. Ja, die machen Schaden. Und die haben Leben, aber der eine ist schon tot, oder? Nein, nee, die haben nur extrem viel Schaden bekommen. Ganz zu einer goldenen Statue, sobald einer. Ja, ja. Ich dachte, einer wäre schon umgefallen. Oh. Erinner dich, der eine hatte Feuerverzauberung hier, der. Ah! Hast recht. Hörst du dich? Ja. Moment, der ist nur. Oh, das kann man so schlecht lesen hier. Der ist nur extra schnell oder sowas. Ja, der ist ungefährlich. Okay, easy. War doch easier als erwartet. Sie machen Schaden. Also. Hast du dich mal treffen lassen, Stone? Oh, Souls. Waren das Souls? Oh, das sind Souls. Ja, hier sind Souls, ja. Sind das Souls? Nee, das sind die Magier aus Akt 3. Achso, okay. Also die Ahnen haben mich, glaube ich, kein einziges Mal getroffen, da weil ich mich zurückgehalten habe am Anfang nur beim Vorletzten oder so ein paar Wirbelwinde reingehauen habe. Ja, ich habe mich auch mehr zurückgehalten. Na, mach doch deine Wirbelwinde. Also hier wirklich aufpassen, Jungs. Hier ist gefährlich. Sogar viele Paladine auf Hölle haben Angst, sich hier durchzutälen. Oder generell viele Schars. Ach, was mach... Oh, kein Wunder, dass ich nichts treffe. Ich habe noch meine zwei Buff-Schwerter. So. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, hier geht's weiter. Nice. Same. Ja. Hallo. Okay. Gut. Oh nein. Sie könnten jetzt durchaus Souls sein. Ja, Im zweiten Level sind sie. Ja, das sind sie auch. Mir sind schon die Käfer unsympathisch genug. Ja, Souls sind hier auch. Ah, die ganze Blitzpackung hier. Oh Gott, die Seele Gott. Mit Käse. Na. Na, warum stirbst du nicht? Oh, der hat eine Feuerverzauberung gehabt, aber hat erstaunlicherweise wenig Schaden gemacht. Ja, nicht alle machen sehr, sehr viel. Aber von den Bossen auf jeden Fall. Ahnen. Da hat sie uns ja schon auf Albtraum fast umgenockt. Mhm. Oder die Hälfte hat sie mir abgezogen. In Albtraum war das, glaube ich. Wer? Einer von den Urahnen. Oh, meine Fresse. Boah, viele Souls. Ich bin fast gestorben. Oh mein Gott. Ist das eine feindliche Soul oder eine freundliche? Ich kann das nicht erkennen. Hör auf, hier die Souls wieder zu beleben. Das macht Spaß. Bringt gar nichts, diese Magier und sowas wieder zu beleben. Och, die machen einen Schaden. Ja, ich merk's. Ich will gar nicht hier mitten im Gang stehen bleiben. Wow, du hast Hälfte des Lebens verloren, ey. Heil dich mal. Ja, mach ich doch. Ja, aus diesem Grund haben viele Angst, sich hier durchzutälen. Ein Fokus, und wenn man sich alleine hier durch teleportiert, dann wird man gefokust. Versteht sich. Und da kann's ganz schnell zu Ende gehen. Immer quasi. Oh, hier oben ist irgendwas. Level 3? Ah, nice. Nee, der WP. Nice, dann können wir später von hier aus weitermachen. Okay, dann gehen wir zur kleinen Ratte. Wollen wir nicht noch zuerst Anya machen oder so? Ja. Anya, ich teleportiere mich kurz. Geht ihr? Ja, chillt mal hier. Ich teleportiere mich kurz. Ihr habt euch
Okay. Zum Frostfluss irgendwo hin, da. Frostfluss gibt's auch Souls, deshalb will ich das lieber mit euch machen. Kristalldurchgang war das, ne? Ich weiß nicht. Ich verwechsel immer Kristalldurchgang mit Gletscherweg, ja, weil die direkt hintereinander sind. Doch, das... Ja, genau. Der einzigste Weg, den wir nicht gegangen sind, ja. Okay. Oh, Moment. Ich könnte ja mal hier kurz die Rüstung in die Truhe legen, bevor wir hier weitergehen. Ja, jetzt bin ich alleine, Mann. Stone allein zu Hause. Ja. Allein im Frostfluss. Stone allein in New York. Der Film war gut, Kevin allein in New York. Fand ich gut. Habt ihr ihn auch gesehen? Ja, ich habe ihn ein paar Mal so gesehen. Mein Lieblingsfilm als Kind. Der lief ja damals ständig im Fernsehen. Ja. Film ist super. Oh. So eine schöne Atmosphäre, der ganze Film. Ja. Da muss ich dir zustimmen. Das ist so. Im Frostfluss ist der Weg auch ziemlich eindeutig. Ich weiß nur, dass er generell nicht ganz so groß ist wie die anderen. Oh Gott, so viele Schlangenbosse! Nicht nur das, die haben auch noch die Aura, die die Widerstände senkt. Oh, ich muss hier rein. Oh Gott. Ich lass mal die Skelette ein bisschen tanken. Ja. Da haben wir uns scheinbar ein bisschen zu sehr zurückgelehnt. Ja, noch haben wir uns ja nicht zu sehr zurückgelehnt. Wenn wir uns zu sehr zurückgelehnt haben, dann sind wir tot. Ja. Wir haben uns nur generell ein bisschen zurückgelehnt. Na, hier ist nichts. Voller Harnisch? Leider nicht. Eine Arahorn-Klappenrüstung wäre ganz gut für dich. Ja, das wäre das Beste, glaube ich. Na, wobei, für den Barbaren gibt es da wirklich auch Besseres. Arahorn-Plattenrüstung ist halt deshalb so gut, weil sie nicht so viel Stärke benötigt. Ja, genau. Also das Verhältnis zwischen Stärke und Verteidigung ist das Beste bei der Arahorn-Plattenrüstung. Mhm. Aber Barbaren müssen da ja nicht so drauf achten, auf Stärke. Böse Urne! Nee, Arachon-Plattenrüstung hat nicht das Beste. Doch, es hat das Beste. Nein. Was das Beste? Ja, wie viel Verteidigung macht es denn? Arachon-Plattenrüstung macht 500 bis 600 Verteidigung oder so. Wow. Für wie viel Stärke? Stärke meine benötigt zum Beispiel 103. Wow, für 500 bis 600, das ist gut. Ja. Es ist halt verhältnismäßig das Beste. Ja, richtig. Wozu sollten denn Zorgs Stärke auf 180 hochskillen? Das bringt dir nichts. Oh Gott, so viel von den Viechern hier. Deshalb zählt das Verhältnis halt. Wie groß ist deine Stärke, Stone? 250 Grad mit allen Boni vom IK-Set. Also ja, ich weiß nicht, wie viel Roh. Ja, aber das spricht doch schon für sich. Ja, das habe ich halt auch jetzt nur so hoch gemacht, um die ganzen Teile vom IK-Set zu tragen. Wenn wir halt so eine Arachon-Plattenrüstung kriegen oder sowas, dann werde ich natürlich mehr Punkte in Vitalität setzen. Ich habe sogar eine Arachon-Plattenrüstung, eine ungesockelte. Das Problem bei der ist, wenn du sie sockeln würdest, dann... Zu viele Sockelplätze oder was? Ja, dann würde sie 4 geben. Die hat sogar noch schön mit verstärkte Verteidigung. Also ist eine richtig gute. Leider. Nicht zu weit hier abdriften. Ja, ihr könnt gut reden. Ihr seid einfach auf die andere Seite gegangen. Und bei mir ist hier Party. Das Same ist auf die andere Seite gegangen. Dann rüber geblinkt. Ja, die Distanz ist, glaube ich, ein bisschen zu groß für einen normalen Sprung. Obwohl, hier gibt es so kleiner einige Stellen. Kleiner Zauber, 27 Verteidigung. Will wer? Nee. Verteidigung nicht wirklich. Ihr müsst immer rechnen noch. Durch den Bo gibt's prozentuale Erhöhung. Ja, ich weiß, aber ich hab gib ja mal her, ja, gib mal her. Ja, jetzt wenn liegt irgendwer er da. Meine Güte. Oh, jetzt geht er dahin. Ich nehme ihn dir weg und... Okay, das war lustig. Ach,
Hier müsste irgendwo Anja sein. Ich ja, ich ihr auch. Ah, ja, hier, ja, hier oben, ja. Ich sehe die dicken weißen Teddys. Teddys ist gut ausgedrückt. Anja spielt auch gern mit Plüschtieren. Ja. Durch die Plüschtiere haben wir eins zugesetzt. So kalt. Warum kann sie sich eigentlich bewegen noch? Sie ist doch eingefroren. Ja, aber es ist halt kalt. So kalt. Warum kriege ich kein Questlog-Update? Was soll das? So kalt, Edle. Komisch. Wie kann ich euch behilflich sein? Sehr komisch. So kalt, Edle. Hä? Wer hat das Game gehostet? Oder was? Ja, ich hab's gehostet, aber ich bin zwischendrin rausgeflogen. Vielleicht hat es was damit zu tun? Ja, warte, vielleicht soll ich's abholen. Ja, mach das mal. Vielleicht was abholen? Ja, den Trank. Nee. Nee, hab ich schon probiert, ich war schon da. Man muss erstmal mit Anja die Quest aktivieren, aber ich pff. So. Nein. Was steht denn bei dir im Questlogbuch? Gar nichts, die Quest ist einfach dunkelgrau, also ist gar nicht erst aktiviert oder so. Red nochmal mit Mara, Mala. Hab ich schon, ich hab schon mit Anja und noch mit Mala geredet, dann wieder mit Anja, passiert aber nichts. Dann muss man die Quest wahrscheinlich irgendwann nachholen. Wahrscheinlich, weil ich rausgeflogen bin, ist es jetzt gebuggt oder so, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich da hängt es damit. Ja, dann holen wir die Offscreen einfach nach. Ja, wir holen einfach später. Okay. Ja, Nidalak dann jetzt, oder was? Nidalak. Ja, Nidalak. Ach, ich sag immer Nidalak. Aber wie können wir denn zu denen hingehen? Du musstest ein neues Game öffnen. Stone. Ach, stimmt, ja. Ja, okay, dann... Oder wir machen jetzt Ball. Nein. Und Ball wird zuletzt gemacht, dann verpassen wir zu viel. Ja gut, dann mache ich gleich nochmal eine neue Aufnahme und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Jo, bis gleich.